rein in dieses Finanzfluss-Video. So, da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Also, ich weiß jetzt schon, dass irgendwie sowas kommt. Tischanalyse funktioniert nicht. Eigentlich 70-30 Emerging und MSCI, das ist der Way to go. Ist ja grundsätzlich auch nicht falsch. Ja, also ich würde sagen, für bestimmt 75% der Marktteilnehmer ist es der beste Weg. Ich sehe gerade, mein Mikro ist gar nicht angeschlossen. Jetzt sollte die Tonqualität noch etwas besser sein, hoffe ich zumindest. Und ja, gucken wir. Also, ich bin gespannt. Schauen uns das Video jetzt gleich mal an und schauen, was der Thomas hier so zu sagen hat. Ich muss auch noch mal kurz diesen Bildschirmton freigeben. Jetzt ist der Ton freigegeben. Jetzt solltet ihr auch den Ton hier vom Video ordentlich hören. Und dann legen wir los. Aufsteigende Dreiecke, absteigende Dreiecke, bullische Fahnen oder auch Bollinger Bänder. All das sind Begriffe aus der sogenannten Chartanalyse. Vielleicht habt ihr das schon mal an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass es irgendwo einen Aktienchart gibt und irgendwelche Menschen zeichnen dann verschiedene Kurven oder Linien ein. Was genau hinter der Chartanalyse steckt und ob das Ganze überhaupt funktioniert als Werkzeug, das klären wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzos und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit der Chartanalyse. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Man nimmt sich also einen Chart und versucht hier verschiedene Muster rauszulesen. Die Chartanalyse wird auch als technische Analyse bezeichnet und unterscheidet sich von der sogenannten Fundamentalanalyse. Bei der Fundamentalanalyse schaut man sich das zugrunde liegende Unternehmen einer Aktie genauer an, indem man sich die einzelnen Kennzahlen zu Rate zieht. Anhand dieser Kennzahlen versucht man dann festzustellen, wie viel die Firma wert ist und daraus dann abzuleiten, ob eine Firma über- oder unterbewertet ist, also zu teuer an der Börse oder zu günstig gehandelt wird. Bei der technischen Analyse ist das anders. Dort schaut man sich überhaupt nicht das zugrunde liegende Unternehmen an, sondern nur die vergangene Entwicklung, die man quasi im Aktienchart ablesen kann. Aus der Entwicklung der Vergangenheit wird dann mit verschiedenen Hilfsmitteln versucht, die Zukunft vorherzusagen, also möglichst präzise zu versuchen zu deuten, ob der Kurs jetzt gerade steigen wird oder doch eher fallen wird. Da muss ich kurz einhaken, weil er das bestimmt auch nicht erwähnen wird. Aber das stört mich immer extrem, wirklich richtig krass, wenn Leute technische Analyse und fundamentale Analyse gegenüberstellen. Er hat jetzt auch hier schon wieder so eine Glaskugel eingeblendet. Also bisher ja alles korrekt. Und diese Glaskugel, ja, also er hat jetzt auch schon gesagt, mit Hilfe der Vergangenheit, das hat er extra betont, auf die Zukunft, ja. Ich sage es nur nochmal, fundamentale Analyse macht nichts anderes. Die fundamentale Analyse schaut sich auch immer nur, wir haben ja nur Unternehmenszahlen aus der Vergangenheit bei der fundamentalen Analyse. Das heißt, auch bei der fundamentalen Analyse schaue ich mir Daten aus der Vergangenheit an und gehe davon aus, dass sich das Wachstum des Unternehmens oder die Bewertung des Unternehmens in Zukunft auch so entwickeln wird auf Basis der Fundamentaldaten. Das heißt, auch mit fundamentaler Analyse schaue ich mir die Vergangenheit an und projiziere die Vergangenheit auf die Zukunft. Es gibt ja keine andere Methode. Ja? Also keiner von uns hat eine Zeitmaschine. Das heißt, ich muss immer die Vergangenheit nehmen als Anhaltspunkt. So funktioniert ja auch das menschliche Gehirn, dass ich mir die Vergangenheit anschaue und von der Vergangenheit auf die Zukunft schließe, auf Basis vergangener Muster. Ja? So funktioniert unser ganzes menschliches Dasein. Ja, ich fasse auf die Herdplatte ist heiß. In der Vergangenheit war die Herdplatte heiß, es hat wehgetan. In der Zukunft wird es wahrscheinlich auch wieder wehtun, wenn die Herdplatte heiß ist und ich drauf fasse. Ne? Also es sind immer Muster, die wir uns einprägen und mit denen unser Gehirn auf die Zukunft schließt. Das ist so bei der technischen Analyse und es ist auch so bei der Fundamentalanalyse. Ja, also da ist kein Unterschied, was dieses Vergangenheitslesen und auf die Zukunft schließen angeht. Na, also gucken wir mal. Dieser Prognoseversuch für eher steigende oder fallende Kurse wird in der Regel eher für kurzfristige Laufzeiten gemacht. Kotzt mich auch schon wieder an. Es war auch so klar, dass es wieder in der Regel nur für kurzfristige. Also ich will das vielleicht schaffen wir das irgendwann mal. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal in den nächsten 10 Jahren, dass die Leute endlich mal wegkommen von diesem Daytrading. Bild oder Scalping-Hochfrequenz-Trading-Bild,
wenn es um die technische Analyse geht. Ja? Also wir haben uns doch alle schon, auch hier in den Webinaren, immer wieder Charts angeschaut auf 10-Jahres-Basis, 20-Jahres-Basis. Wir haben uns 100 Jahre Charts angeschaut und diese technische analysiert. Also ja, aber ich will nicht so oft unterbrechen. Schauen wir einfach mal weiter. Das bedeutet, man versucht jetzt nicht mit Hilfe von Charttechnik den Kurs in 10 Jahren herauszufinden, sondern eher, wohin sich der Kurs innerhalb von einigen Stunden, Tagen oder maximal Wochen entwickeln wird. Wichtig bei der Chartanalyse ist auch zu wissen, dass es sich hierbei um ein Werkzeug handelt und nicht um eine Anlagestrategie. Dieses Werkzeug wird in der Regel aber bei sehr aktiven Handelsstrategien, wie zum Beispiel dem Trading oder auch Daytrading, benutzt. Üblicherweise bedient man sich dieser Chart- bzw. technischen Analysen besonders dann, wenn man mit Derivaten handelt, also beispielsweise mit Optionen oder mit Short- oder Leverage-Geschäften, also wenn man auf fallende Kurse setzt oder gehebelt handeln möchte. Über das Werkzeug der Chartanalyse scheiden sich die Geister. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das Ganze gar nicht so einfach ist, wie man denn denkt, dass man einfach nur ein paar Linien in den Chart einzeichnen muss und dann sieht, wo der Kurs hingeht. Aber ob das Ganze sinnvoll ist und funktioniert, das besprechen wir später. Steigen wir zunächst einmal in das Thema ein, wie denn die Chartanalyse funktioniert. Insgesamt gibt es ein gigantisches Sammelsurium an verschiedenen Indikatoren, Trendlinien, Unterstützungslinien und so weiter, dessen man sich bedienen kann in der Chartanalyse. Wir werden jetzt hier nur beispielhaft einige Methoden vorstellen, damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt, wie denn das Ganze überhaupt funktioniert. Also macht euch einen Tee, zündet euch Räucherstäbchen an, denn jetzt wird es esoterisch. Jetzt wird es esoterisch, okay. Ja, also deswegen, da habt ihr es auch, deswegen bin ich immer mit meinem Tee unterwegs, weil technische Analyse Esoterik ist. Ja, also Markus, maximal Wochen. Ich habe es jetzt nicht nochmal unterbrochen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Bitte nicht diesen Irrglauben auf den Leim gehen, dass technische Analyse nur für mehrere Wochen zuständig ist. Also ich mache kein einziges Investment mache ich, ohne mir den Chart davor anzuschauen. Ja? Also auch ich mache fundamentale Analyse und zwar professionelle Fundamentalanalyse, nicht nur KGV anschauen, sondern wir machen ja mit Wir lieben Aktien sehr tiefgründige fundamentale Analyse mit fundamentalen Ratings, Burggraben-Ratings, quantitativen Ratings, die auch gebacktestet sind. Und trotzdem schaue ich mir den Chart zusätzlich nochmal an, ne? Weil du einfach so viele Drawdowns und scheiß Entries vermeiden kannst. Die Leute kaufen alle Biotech am Allzeithoch, irgendwelche Aktien in den übelsten Downtrends, weil sie sich nicht den Chart anschauen, beziehungsweise einfach sagen, ja, und Bewertung ist gut, ich steige einfach ein, was auch immer, schauen sich das KGV an. Das ist halt auch noch so ein Problem. Ne? Die meisten Leute, die sagen, dass sie fundamentale Analyse betreiben, betreiben ja nicht mal fundamentale Analyse, sondern die gehen auf finanzen.net, schauen sich die Marktkapitalisierung an, das KGV an, Dividendenrendite an und rein in die Olga. Ja? Also das ist halt auch nicht the way to go. Gehen wir direkt einmal ein mit einem der einfachsten Analysemethoden, den sogenannten Trendlinien. Wie der Name schon sagt, sollen Trendlinien einen Trend abzeichnen. Handelt es sich bei dem Chart um einen steigenden Trend, dann verbindet ihr die jeweils untersten Punkte, also die Tiefpunkte, miteinander und zeichnet eine gerade Linie darunter. Solange die Kursentwicklung dann in Zukunft nicht unter diese gerade Linie fällt, ist euer Trend intakt. Dasselbe ist einfach falsch. Also du kannst nicht sagen, dass solange der Kurs oberhalb der Trendlinie bleibt, ist der Trend intakt. Das stimmt halt einfach nicht. Also eine Trendlinie ist, man kann einen Trend sehen wie eine Autobahn. Ja? Ein Trend ist eine Autobahn und eine Autobahn hat manchmal eine Leitplanke und manchmal auch, oder sagen wir eine Straße. Ne? Ein Trend ist eine Straße, ja? Manchmal ist der Trend eine Autobahn, extrem schnell, mit Leitplanke. Die Leitplanke ist in dem Fall symbolisch die Trendlinie. Dann wird die Autobahn zur Landstraße, die Trendlinie wird vielleicht gebrochen, wir fahren auf eine Ausfahrt raus, aber die Richtung bleibt trotzdem gleich, der Trend bleibt intakt. Der Trend schwächt sich etwas ab, die Landstraße wird zum Feldweg, aber trotzdem bleibt die Richtung gleich. Ja, also der Trend ist die Richtung und die Trendlinie ist nichts anderes als eine Leitplanke für die Geschwindigkeit des Trends. Ja, ein Trend kann auch sich verlangsamen, eine Trendlinie brechen und sich dann wieder beschleunigen und weiterhin aufwärts laufen, weil er davor nie gebrochen wurde. Also Trends sind Trendstrukturen und Trend definiert sich nicht durch die Trendlinie, sondern ein Trend definiert sich durch höhere Hochs, höhere Tiefs im Aufwärtstrend und im Abwärtstrend durch tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Punkt. Keine Widerrede, weiß jeder technische Analyst.
Dasselbe geht natürlich auch bei einem fallenden Trend. Hier verbindet ihr die entsprechenden Hochpunkte miteinander. Wenn also bei einem Abwärtstrend die Trendlinie von unten nach oben durchbrochen wird, spricht man von einer Trendwende. Und Menschen, die sich an diesem Indikator orientieren. Also erstmal ist es kein Indikator. Ein Indikator ist immer formelbasiert. Die Trendlinie ist kein Indikator, weil sie Price-Action-basiert ist. Und eine Trendwende, also nur nochmal zur Wiederholung, ich muss es nochmal sagen, weil es so wichtig ist und weil es immer und immer und immer und immer wieder falsch erklärt wird. Auch jetzt hier direkt am Anfang, in den ersten 3 Minuten schon so viele Fehler. Das triggert mich ein bisschen. Wenn er sich einfach mal ein Buch genommen hätte, wo es wirklich gut erklärt wird, anstatt irgendwelche Wikipedia-Artikel zu lesen, wüsste er, dass eine Trendlinie kein Trend ist. Ja? Also zum Beispiel hier ein Beispiel, wenn wir uns jetzt nur mal den Linienchart anschauen, wenn wir uns jetzt nur mal diesen Linienchart anschauen, ne? Wir nehmen jetzt diesen Linienchart, ja, und dann haben wir zum Beispiel hier, haben wir diese tieferen Hochs, ne? Und hier ist das letzte tiefere Hoch, da wäre der Trendbruch schon hier gewesen und nicht erst hier beim Bruch dieser Trendlinie. Ne? Der Trendbruch war wesentlich früher und ist nach oben gelaufen. Ja? Und ja, also jeder, der hier ist, weiß das hoffentlich. Ne? Nur noch mal zur Wiederholung. Ja. Quelle, glaub mir, Bruder. Würden dann davon ausgehen, dass der Kurs jetzt etwas längerfristiger steigen wird. Die Handlungsempfehlung demzufolge wäre es also zu kaufen. Es muss übrigens nicht nur eine einzige Trendlinie geben, sondern es kann auch mehr. Der hat doch mal bei einer Großbank gearbeitet. Was hat er denn gemacht? Ja, also bloß weil jemand bei einer Bank gearbeitet hat, heißt das nicht, dass er viel Ahnung hat von technischer Analyse oder allgemeinen Aktien. Also es ist ganz davon abhängig, wo du bei einer Bank arbeitest. Ja, du kannst in einem aktiven kannst aktiver Trader sein bei einer Bank und wirklich auf Profitderivate handeln, wobei es immer weniger geworden ist jetzt in den letzten Jahren. Die meisten Leute, die bei Banken arbeiten, haben überhaupt nichts am Hut mit aktivem Trading und dementsprechend auch keine Ahnung davon. Ja. Also ich habe einige Bekannte, die aktiv gehandelt haben für Banken und es gibt keinen von denen, der keine technische Analyse verwendet. Gebe ich euch Wort und Siegel drauf. Also wirklich allerhand Großbanken, HSBC, Goldman, die verwenden auch alle technische Analyse in ihren aktiven Trader-Areas. Ne? Also du musst dir genau, also du musst dir anschauen, was das für ein Ansatz ist. Ne? Es gibt auch bei Hedgefonds und so, ne? Da gibt es genügend verschiedene Ansätze und nicht jeder verfolgt da den gleichen Ansatz und kann dementsprechend seinen Senf dazu abgeben. Mehrere Trendlinien in den Chart eingezeichnet werden und aus diesen verschiedenen Trendlinien sollen sich dann Interpretationen ergeben können. Wir haben hier einmal beispielhaft 3 Formationen herausgesucht, die sich mit solchen Trendlinien bauen lassen, beispielsweise das absteigende Dreieck, das aufsteigende Dreieck oder die bullische Flagge. Beim absteigenden Dreieck sehen wir, dass hier 2 Trendlinien eingezeichnet werden, die zusammenlaufen. Och nö. Och Mann. Wer kann mir sagen, was das hier für eine Formation ist? Bitte sagt mir, was das für eine Formation ist. Genau, Teppichmesser, Claudius, richtig, richtig. Also, Markus, SKS, also, es ist ein Keil, ja, es ist ganz, 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 ganz klar ein Keil. Ein Keil ist eine bullische Fortsetzungsformation und ein absteigendes Dreieck ist eine bearische Topformation oder auch bearische Fortsetzungsformation, je nachdem in welchem Kontext. Das hier ist kein absteigendes Dreieck. Ja? Also wenn es ein absteigendes Dreieck ist, müsste die untere Trendlinie eine Unterstützung sein, die horizontal verläuft und nicht fällt. Und ja, also es ist halt, ich schaue mir jetzt an, was er dazu sagt. Laufen und zwar nach unten hin. Der Kurs steigt mehrfach und fällt dann wieder und steigt mehrfach und fällt dann auch wieder, durchbricht aber nicht die untere Trendlinie. Das soll scheinbar ein Indikator dafür sein, dass die untere Linie sehr robust ist und man rechnet dann damit, dass... Also das ist alles so falsch.
Es ist unfassbar, es ist einfach alles falsch. Ich fasse es nicht. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, dass er wenigstens sowas Einfaches wie eine Formation, dass er wirklich sowas wenigstens richtig, korrekt beschreibt. Aber das ist einfach ein Keil und kein Dreieck, Thomas. Mann! Dass das ein Zeichen für einen zukünftigen Aufwärtstrend ist, also ein Durchbrechen der oberen Trendlinie nach oben. Dieselbe Logik, nur umgekehrt, gilt für das aufsteigende Dreieck. Hier zeigt das Dreieck zwar nach oben, das ist aber... Och Mann! Das hier ist ein bullischer, es ist ein aufsteigender Keil, der bearish zu deuten ist. Das ist eine bearische Fortsetzungsformation. Ein aufsteigendes Dreieck ist eine bullische Umkehrformation oder eine bullische Fortsetzungsformation, je nach Kontext. In dem Kontext, wenn wir jetzt hier in dem Kontext wirklich ein aufsteigendes Dreieck hätten, müsste auch wieder diese obere Trendlinie, diese obere Begrenzungslinie horizontal sein. Ja. Eine Indikation dafür, dass der Trend nach unten abfallen wird. Jetzt, wo wir die Trendlinien besprochen haben, kommen wir zu einem zweiten Indikator, der sehr gerne genutzt wird, und das ist der sogenannte gleitende Durchschnitt. Hierbei handelt es sich einfach nur um einen Durchschnittskurs für eine gewisse Periode, wie beispielsweise 30 Tage. Wenn wir also einen Aktienchart haben, können wir hier in diesen Chart den 30-tägigen Durchschnitt einblenden. Dieser wird wie folgt berechnet. Wenn ich wissen möchte, wie mein aktueller 30-Tages-Durchschnitt ist, nehme ich den heutigen Kurs und die 29 Kurstage davor, summiere die entsprechenden Kurse auf und teile das Ganze nochmal durch 30. So entsteht dann der Kursdurchschnitt der letzten 30 Tage. Und diese Berechnung wird dann für jeden einzelnen Handelstag angestellt. Wie man sehr gut erkennen kann, wird die Kurve dadurch deutlich flacher, hat also deutlich weniger steile Anstiege nach oben oder Spitzen nach unten. Einen gleitenden Durchschnitt kann man natürlich für eine beliebige Anzahl an Tagen berechnen. Sehr beliebt ist der 200-Tage gleitende Durchschnitt, also etwas längerfristiger angesetzt. Die gleitenden Durchschnitte sind ähnlich zu interpretieren wie die Trendlinien. Läuft der Aktienkurs oberhalb des gewählten Durchschnittes, bedeutet das, dass wir uns gerade in einem Aufwärtstrend befinden. Läuft der Aktienkurs unterhalb des Durchschnittes, dann sind wir gerade in einem Abwärtstrend. Also das ist grundsätzlich richtig. Wo er jetzt wieder nicht recht hat, ist Abwärtstrend, Aufwärtstrend. Also gleitende Durchschnitte haben genau die gleiche Funktion wie Trendlinien. In meinen Augen sind gleitende Durchschnitte die besseren Trendlinien sind dynamische Unterstützungen, dynamische Widerstände, je nachdem, ob der Kurs drüber oder drunter läuft. Trendlinien werden halt automatisch, gleitende Durchschnitte werden halt in Anführungszeichen automatisch vorgegeben und Trendlinien müsst ihr manuell einzeichnen. Ja, also wenigstens stimmt die Grundlage jetzt zu den gleitenden Durchschnitten, aber da hätte ich auch wirklich die Hoffnung verloren, wenn er das jetzt auch noch falsch gesagt hätte. Eine Trendwende kann man dann ablesen, wenn der Aktienkurs den gleitenden Durchschnitt durchbricht. Nein. So zum Beispiel zu sehen an dieser Stelle oder an dieser oder an dieser. Als Handelsstrategie wird also hier abgeleitet, wenn der Kurs den langfristigen Durchschnitt durchbricht. Entweder nach oben ist das ein Kaufsignal oder nach unten ist es ein Verkaufssignal. Also das ist grundsätzlich auch nicht richtig. Also das ist überhaupt nicht die einzige Strategie, die du davon ableitest. Die meisten automatischen Handelssysteme kaufen nicht, wenn der Kurs nach oben durchbricht, sondern die kaufen mit dem Trend, wenn der Kurs die Linie, also den Durchschnitt, den gleitenden Durchschnitt als Unterstützung anläuft. Also die ganzen automatischen Handelssysteme von Banken, von Algorithmen, die einfachsten Handelssysteme kaufen dann zum Beispiel jetzt, wenn dieser gleitende Durchschnitt jetzt mal angenommen, der Kurs wäre hier an den gleitenden Durchschnitt angelaufen als Unterstützungsfunktion, dann würden diese automatischen Handelssysteme eben an diesem gleitenden Durchschnitt kaufen. Hier zum Beispiel auch wieder und hier zum Beispiel auch wieder, wobei es hier dann Stop wäre. Hier hätten sie dann verkauft als Widerstandsrebound auf diesen gleitenden Durchschnitt als Widerstand. Hier wieder verkauft, 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 verkauft. Hier auch wieder verkauft und dann eben hier wieder Stop-Loss, ja, also dann hier wieder gekauft, 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 ja, aber es gibt eigentlich nur wenige Handelssysteme, die wirklich beim Durchbruch eines gleitenden Durchschnitts kaufen oder verkaufen, weil es meistens Fehlausbrüche sind. Also da wirst du eigentlich so gut wie fast immer reingewickt und dann spiket das Ding wieder hoch, weil so ein gleitender Durchschnitt eben als Zonenfunktion eher zu Fakeouts führt als zu exakten Berührungen, so wie eigentlich fast jedes Tool eine Zonenfunktion hat. Ne? Signal. Wie verlässlich diese Methode ist, das schauen wir uns gleich an. Übrigens gibt es auch hier...
Stimmt, das ist auch wichtig, das ist auch geil, Jonas. Stimmt, am Anfang meint er noch so, ja, Tesha-Analyse funktioniert über mehrere Wochen. Und hier schaut er sich die Tapestry Inc. Aktie an über die letzten 20 Jahre. Ja, moin. Hier bei den gleitenden Durchschnitten verschiedenste Interpretations- und Handelsstrategien. Beispielsweise kann man auch hier wieder mehrere gleitende Durchschnitte nehmen, wie beispielsweise den 200-Tages-Durchschnitt gemeinsam mit dem 90-Tages-Durchschnitt. Und wenn dann der eine Durchschnitt den anderen durchkreuzt, kann man auch hier wieder eine Indikation von ablesen. Wäre zum Beispiel der 90-Tages-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt, dann wäre das ein Zeichen für steigende Kurse, also für einen Trend nach oben. Durchbricht dann der kürzere Durchschnitt, also in diesem Beispiel der 90-Tages-Durchschnitt, die 200er-Linie, ist das eine Indikation dafür, dass wir uns in einen längeren Abwärtstrend bewegen. Also ich kenne statt 90, 50, vor allem 50, 200 ist eigentlich im Tageschart eine ganz klassische Kombination. Ist grundsätzlich richtig, ja, aber diese Combined Moving Averages führen halt zu extrem vielen Fehlsignalen, vor allem wenn du ansonsten keine technische Analyse betreibst und spätestens wenn eine Aktie mal in einer Seitwärtsphase läuft, kickt es dich alle 5 Minuten raus, rein, raus, rein. Also da brauchst du schon einen guten Trending Market und deine rundum technische Analyse muss auch stimmen, damit du sowas erfolgreich machen kannst. Also gibt ja dieses klassische Golden Cross und Death Cross, ja, 50er schneidet 200er nach unten, Death Cross und Golden Cross, 50er schneidet 200er nach oben im Tageschart. Klassisches Ding aus der Aktienanalyse. Kommen wir zu einem weiteren Mittel, was immer gerne benutzt wird und was ihr in den Medien vielleicht schon mal gehört habt, sogenannte Widerstands- und Unterstützungslinien. Widerstands- bzw. Unterstützungslinien sind gerade Linien, die man in den Chart einzeichnen kann, die eine längere Zeit lang, aus welchem Grund auch immer, nach oben oder nach unten. Aus welchem Grund auch immer. Hin nicht durchbrochen werden. Widerstand. Wer kann mir sagen, warum Widerstände und Unterstützung nach oben oder nach unten nicht durchbrochen werden? Es gibt einen einzigen Grund dafür, Thomas, und das ist Angebot und Nachfrage, mein Lieber. Aber, ja. Widerstandslinien stellen Widerstände dar, die zunächst einmal von unten nach oben nicht durchbrochen werden. Unterstützungslinien sollen Unterstützungen darstellen. Das bedeutet, hier fällt der Kurs nicht unterhalb dieser Linie. Solche Unterstützungs- oder Widerstandslinien sehen dann so aus. Und wenn es dann tatsächlich passieren sollte, dass beispielsweise ein Widerstand von unten nach oben durchbrochen wird, wird das als positives Signal gedeutet, dass jetzt endlich der Widerstand gebrochen ist und dass dann der Kurs weiter steigen kann. Und dasselbe geht natürlich umgekehrt für Unterstützungslinien. Werden die nämlich von oben nach unten durchbrochen, ist das ein Zeichen für eher einen Bärenmarkt. Das bedeutet für eher schlechtere Zeiten für diesen Aktienkurs. Es gibt keine eindeutigen Gründe, warum sich solche Linien bilden. Es liegt sehr wahrscheinlich an der Psychologie der Menschen. Es gibt eindeutige Gründe. Angebot und Nachfrage. Für einen Computer ist ein Kurs von 499 genau gleich wie ein Kurs von 500. Für Anleger, vor allem die kurzfristig anlegen, kann das aber eine große psychologische Hürde bedeuten, gerade wenn die 500 ein Allzeithoch ist, was noch nie durchbrochen wurde. Die Indikatoren, die ich eben vorgestellt habe, sind natürlich noch sehr einfache Indikatoren und diesen lassen sich zu deutlich komplexeren Konstrukten miteinander verbinden. Von diesen kombinierten Modellen gibt es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende und sie reichen von extrem einfach bis hochkomplex. Hier haben wir euch einfach mal ein Beispiel herausgesucht, was relativ populär ist, nämlich die sogenannten Bollinger Bänder. Diese Bänder bestehen insgesamt aus 3 Linien. Die erste Linie seht ihr hier in der Mitte in gestrichelter Form, das ist nämlich der gleitende Durchschnitt. Von diesem gleitenden Durchschnitt zieht man dann eine oder mehrere Standardabweichungen ab, das ist dann die untere Linie, und addiert eine oder mehrere Standardabweichungen dazu zum Durchschnitt, das stellt dann die obere Linie dar. Die Standardabweichung ist vereinfacht gesagt nichts anderes als die Volatilität, also die Schwankung der Rendite des Wertpapiers. Wir nehmen also zunächst einmal den langfristigen Renditedurchschnitt eines Wertpapiers und schauen dann, wie stark schwankt dieses Wertpapier oberhalb oder unterhalb dieses Wertes. Sind wir also in ein Wertpapier investiert, was sehr stark schwankt, wie beispielsweise in eine Kryptowährung, dann ist die Standardabweichung sehr hoch und die Bollinger Bänder werden sehr wahrscheinlich deutlich breiter ausfallen. Investieren wir in ein Wertpapier, was weniger schwankt, wie zum Beispiel eine Value-Aktie, die es schon seit Jahrzehnten gibt, dann ist die Standardabweichung geringer und die Bollinger Bänder etwas enger gefasst. Die Standardabweichung einer Aktie oder eines Wertpapiers ist auch nicht immer gleich, sondern kann sich verändern. Das hat man beispielsweise ziemlich gut gesehen im Corona-Crash im März 2020. Wir haben euch hier einmal die Wertentwicklung der Apple-Aktie in diesem Zeitraum genommen und hier Bollinger Bänder draufgelegt. Am Anfang sehen wir, dass die Bollinger Bänder die obere und untere Grenze ziemlich nah am Durchschnitt sind.
Dann in der Crashphase wird die Distanz auf einmal größer. Dadurch, dass die Standardarbeit schon gestiegen ist, steigt dann auch die Distanz der oberen und unteren Linie. Aber wie wird das Ganze denn jetzt interpretiert? Also was kann man quasi daraus lesen für die Zukunft? Im Endeffekt lassen sich hier Interpretationen anstellen, dass wenn der Aktienkurs sich der oberen Grenze nähert, dass es dann eher ein Signal dafür ist, dass der Kurs längerfristig steigen wird und wenn er sich nach unten nähert, dass er eher fallen wird. Ebenso lassen sich Interpretationen anstellen, wenn die Bänder enger oder breiter werden. Das bedeutet, wenn die Standardabweichung steigt oder fällt. Soweit zu diesem Thema. Charttechniker versuchen aber auch aus dem Verlauf der Kurse Also das Wichtigste bei den Bollinger Bändern hat er eigentlich vergessen. Bollinger Bänder kann man sich eigentlich als dynamischen Trendkanal vorstellen. Also genauso wie gleitende Durchschnitte, dynamische, dem Markt angepasste, automatische Trendlinien sind, sind Bollinger Bänder automatisch dem Trend angepasste Trendkanäle. Das bedeutet, ich habe in der Mitte einen gleitenden Durchschnitt und wenn sich der Kurs im oberen Band bewegt, dann ist das ein grundsätzlicher Kauf und du stockst die Position immer am mittleren gleitenden Durchschnitt auf, nimmst Gewinne mit oder lässt Positionen laufen am oberen Band als Widerstandsfunktion. Auf der anderen Seite stockst du Positionen auf als Widerstandsfunktion, wenn wir im unteren Band sind und nimmst Gewinne mit, wenn wir am ganz unteren Band sind. Also wenn wir uns im unteren Band befinden, ja, also das ist eigentlich die wichtigste Interpretation und nicht diese Volatilitätsverschiebung. Also wie interessiert jemand, der mit Bollinger Bändern tradet, eigentlich überhaupt nicht. Also das ist total irrelevant. Für aktives Trading ist diese Interpretation das Wichtigste und nicht die Volatilitätsverschiebung. Anstellen, wenn die Bänder enger oder breiter werden. Das bedeutet, wenn die Standardabweichung steigt oder fällt. Soweit zu diesem Thema. Charttechniker versuchen aber auch, aus dem Verlauf der Kurse etwas herauszulesen. Das nennt man dann sogenannte Formationen. Schauen wir jetzt einmal einige mögliche Formationen an, die man aus so einem Kurschart herauslesen könnte. Die erste Formation ist die sogenannte V-Formation. Bei dieser V-Formation geht es einmal ganz stark nach unten und dann genauso stark wieder nach oben. Hier soll sich ablesen können, dass eine Trendwende eingekehrt ist. Es kann auch zu zwei V-Bewegungen hintereinander kommen, dann spricht man von einer sogenannten W-Formation. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn der Kurs nach unten... Also das stimmt auch nicht. Eine V-Formation ist komplett unabhängig von einer W-Formation. W-Formation ist jetzt ein Doppelboden, wird auch W-Formation genannt. Ja, eine W-Formation ist ein Doppelboden. Eine V-Formation ist was komplett anderes. Eine V-Formation ist eine extrem schnelle, fast unvorhersehbare Trendwende. Eine V-Formation lässt sich eher mit einer inversen Schulterkopf-Schulter vergleichen oder als Top-Formation einer Schulterkopf-Schulter mit extrem kleinen Schultern. Ne? Also V-Formation hat wirklich überhaupt nichts zu tun mit einer W-Formation. Bei einer V-Formation geht es vor allem darum, dass extrem hohes Volumen beim Abverkauf stattfindet und exakt das gleiche oder nochmal mehr Volumen beim Hochkauf. Also da geht es vor allem um die Volumenanalyse bei der V-Formation. Bei der W-Formation geht es darum, den Trend zu lesen, dass der Trend gebrochen wird, der kurzfristige Trend interner Trend bei einer W-Formation, ne, dass da ein interner Aufwärtstrend entsteht oder im besten Fall sogar ein Trendbruch, wie zum Beispiel hier, wenn wir uns hier mal diesen Linienchart anschauen, haben wir zum Beispiel hier ein tieferes Tief, ne, und dann haben wir hier zum Beispiel einen Trendbruch. Das ist zusätzlich zu dieser Doppelbodenformation. Am besten haben wir hier noch eine RSI-Divergenz und hohes Volumen beim Ausbruch. Ja, das ist, was eine W-Formation ausmacht, hat aber wirklich nichts zu tun mit der V-Formation. Rauscht, dann eine Unterstützung findet, wenn neue Investoren bereit sind zu kaufen, dadurch steigt der Kurs, dann werden wieder Gewinnmitnahmen getätigt, der Kurs fällt noch einmal bis auf die letzte Unterstützungslinie und steigt dann längerfristig wieder an. Dieselbe Formation funktioniert übrigens auch umgekehrt, dann spricht man nicht von einer W, sondern von einer M-Formation und dieser ist dann ein Indikator für einen längerfristig fallenden Trend. Also warum denn jetzt längerfristig? Also es ist doch witzig, dass er am Anfang meinte, ja Wochen und jetzt redet er die ganze Zeit von längerfristig. Dann gibt es noch verschiedene kreative Muster, die sich reininterpretieren lassen, wie zum Beispiel eine SKS, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die ebenfalls Indikator für eher fallende Kurse sein sollen, sobald der Kurs einmal eine solche Formation gezeichnet hat. Das soweit mal zu den verschiedenen Indikatoren, die man hier nutzen kann. Das sind keine Indikatoren.
wir uns mal die Frage, funktioniert das Ganze denn überhaupt? Und Markus hat für uns mal einen kleinen Test gemacht und hat das Ganze für den S&P 500 simuliert. Er hat sich hierzu den Indikator des gleitenden Durchschnitts über 200 Tage bedient. Das hat den Vorteil, dass man nicht manuell eigene Trendlinien einzeichnen muss oder Unterstützungs- oder Widerstandslinien, sondern man kann den 200-Tage-Durchschnitt einfach berechnen. Auf Basis dieser 200-Tage-Linie gab es dann zwei einfache Regeln. Sobald der Kurs die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchstößt, wird verkauft. Und wenn dann der Kurs wieder die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchstößt, also ein ansteigender Trend signalisiert wird, dann wurde gekauft. Also das kann ich euch jetzt schon sagen, dass das Bullshit ist. Niemand, wirklich keine Sau, die wirklich Ahnung hat, würde so handeln. Niemand, absolut keiner. Weil, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, wenn du nur den gleitenden Durchschnitt verwendest, dann zerfetzt es dir sämtliche Gewinne in jeder Seitwärtsphase, weil du immer wieder kaufst, verkaufst, weil in der Seitwärtsphase mit alle 30 Sekunden der Kurs die 200-Tages-Linie nach oben durchschneiden, nach unten durchschneiden. Naja. In diesem Chart seht ihr zunächst einmal in dieser Farbe ein neutrales Portfolio. Also, wenn ihr den S&P 500 einfach mal seit 1960 nur gekauft hättet. Die gestrichelte Linie stellt den 200-Tages-Durchschnitt dar und diese Linie stellt jetzt unsere Handelsstrategie dar. Wenn wir also immer das gemacht hätten, wie ich es eben beschrieben habe, beim Durchstoßen der 200-Tages-Linie von unten nach oben. Ja, schönes Beispiel. Guckt euch das an. Wir haben hier im S&P einen sauberen Aufwärtstrend. Da seht ihr auch, wie die Rendite des Chartanalyse-Portfolios die normale Rendite outperformt. Dann hatten wir von 2000 bis 2010 das bisher schlechteste Börsendekade, ich glaube seit den 70ern. Und da seht ihr, wie es das erste Mal hier sich anpasst, weil wir natürlich in dieser Seitwärtsphase bzw. im Abwärtstrend immer wieder verkaufen und kaufen müssen und uns immer wieder umschichten. Es passiert dann vor allem hier 2018, war es relativ schlimm mit der Trump-Volatilität. Wenn ihr in dieser Seitwärtsphase einfach so blind 200-Tages-Durchschnitte gekauft, verkauft habt, dann hat es euch sämtliche Renditen zerfetzt. Ja, und dann seht ihr auch, dass wir jetzt hier leicht unterhalb dieses S&P 500 Renditedurchschnitts sind. Also wie gesagt, das lässt sich hier sogar nochmal ganz gut ablesen. Wir hatten zwei große Seitwärtsphasen, das war einmal 2000 bis 2010 und dann nochmal 2018 bis eigentlich 2020. Und gekauft und beim Durchstoßen von oben nach unten verkauft. Steuern und Handelskosten, die natürlich wesentlich zum Anlageerfolg beitragen, haben wir aus Vereinfachungsgründen hier nicht mit berücksichtigt. Hätten wir das gemacht, hätte die Handelsstrategie natürlich noch mal schlechter abgeschnitten, denn es gibt ja ein Börsensprichwort, hin und her macht Taschen leer. Das bedeutet, je häufiger gehandelt wird, desto mehr Kosten entstehen. Wir sehen, dass in diesem langen Horizont unsere Handelsstrategie tatsächlich an manchen Stellen deutlich besser gelaufen ist, als wenn wir einfach nur investiert hätten. In den letzten Jahren ist diese Buy-and-Hold-Strategie aber besser gelaufen. Tatsächlich ist dieses Beispiel aber nicht sehr repräsentativ, denn es ist nur ein möglicher Zeitraum, der hier ausgesucht wurde und wer investiert schon 50 Jahre lang in denselben Index. Deswegen haben wir einfach mal Zufallsszenarien durchgerechnet von verschiedenen Laufzeiten, in diesem Fall einmal über 10 Jahre. Wir haben insgesamt 13.000 10-Jahres-Szenarien durchgerechnet. Davon haben 38% besser performt, also unsere Handelsstrategie ist besser gelaufen als eine Buy-and-Hold-Strategie und 62% weniger gut. Da hätten wir also mit Buy-and-Hold besser dagestanden. Ähnlich sieht das Ergebnis aus, wenn wir diese Handelsstrategie nur ein Jahr angewendet hätten. Dann wäre die Aufteilung ungefähr ein Drittel besser, zwei Drittel weniger gut und erstaunlicherweise im 5-Jahres-Zeitraum wäre das Ergebnis ungefähr 50-50 gewesen. Das heißt, die Hälfte der Ergebnisse wäre besser gelaufen, bei der anderen Hälfte wäre Buy and Hold besser gelaufen. Wir sehen also, dass es weder kurzfristig noch langfristig bei dieser zugegebenermaßen sehr, sehr vereinfachten Handelsstrategie keine Dominanz gibt. Also es funktioniert nicht besser, als wenn man das Portfolio... Immerhin gibt dazu, dass es eine sehr vereinfachte, wirklich, also es ist eigentlich fast eine Frechheit, sowas Strategie zu nennen, aber... einfach nur gekauft hätte und Buy and Hold praktiziert hätte. Wir haben das Ganze übrigens auch mal anhand einer Einzelaktie durchsimuliert, nämlich anhand von Apple. Das würde den Rahmen des Videos aber jetzt sprengen. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall den Artikel zu diesem Video an. Den haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, wir haben uns in beiden Fällen beim S&P 500 und bei Apple auch einer stark vereinfachten Handelsstrategie bedient. Wir haben zum Beispiel nicht geschortet. Das heißt, man hätte beispielsweise auf fallende Kurse setzen können, wenn der gleitende Durchschnitt von oben nach unten durchbrochen worden wäre. Hä? Das ist doch dann Bullshit.
Also dann ist es ja kein Trading, wenn ich die Möglichkeit nicht nutze zu shorten. Das ist ja noch schlimmer. Also dann hat er, also what the fuck? Also das heißt, er hat wirklich nur, er hat einfach verkauft, wenn wir unterhalb des 200-Durchschnitts sind, aber dann shortest du ja eigentlich auch als aktiver Trader. Ach komm, Junge, hör mir auf. Kommen wir nun einmal zur Einschätzung und zum Fazit zur Charttechnik. Lohnt sich diese technische Analyse oder nicht? Oh je. Sicherlich gibt es Fälle und auch vereinzelte Trader, die mit diesem Werkzeug sehr erfolgreiche Handelsstrategien betreiben und damit auch Geld verdienen. Tatsächlich basiert die Chartanalyse aber vermutlich überwiegend auf Psychologie. Das bedeutet, man versucht zu antizipieren, wie der Großteil der Marktteilnehmer sich verhalten wird. Außerdem ist es auch eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, denn je mehr Leute an diese Charttechnik glauben und an gewisse Widerstands- oder Unterstützungslinien glauben, desto eher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Marktteilnehmer danach handeln und somit diese Einschätzung Realität werden lassen. Also die selbsterfüllende Prophezeiung ist grundsätzlich teilweise richtig. Ja. Es ist durchaus ein Faktor, dass wenn viele Leute eine bestimmte Zone sehen, dass diese dann dementsprechend auch gehandelt wird. Ja. Aber es gibt ein großes Argument, die diese komplette selbsterfüllende Prophezeiungstheorie, nenne ich es jetzt einfach mal, aushebelt. Und zwar geht doch einfach mal, ich habe das in einem unserer Basismodule erklärt, geht doch einfach mal 100 Jahre zurück. Ne? S&P 1920. Ne? Zu der Zeit gab es weder, also zu der Zeit hatte keine Sau Zugang zu Live-Charting-Programmen. Die gibt es erst seit den letzten 25 Jahren. Keine Sau hatte da irgendwelche Zugänge zu dieser technischen Analyse und hat die auch nicht betrieben. Also vor allem, also die ist ja erst entstanden im letzten Jahrhundert. Ne? Also, aber auch da können wir schon Trends ablesen, wir können Unterstützung, Widerstände, die funktionieren, ablesen. Ganz einfach aus dem Grund, weil auch die Fundamentalanalysten unbewusst mit technischer Analyse handeln. Also sogar die Oberfundis in irgendwelchen Bankenhäusern handeln aufgrund ihrer Risikobestimmungsgrenzen, unbewusst nach technischer Analyse. Ja, also jeder handelt nach technischer Analyse, ob er es wahrhaben will oder nicht. Zum einen kommt der psychologische Faktor dazu, wenn du zum Beispiel, sag mal, du kaufst, ja, der Kurs bricht nach unten durch, du bist fett im Minus, 20%, der Kurs läuft wieder auf deinen Einstand zurück, ja, und du hast an eine Unterstützung gekauft, ja, dieser große Kauf von dir hat zu einem Kursspike geführt und dadurch eine Unterstützung erzeugt. Na, und wenn diese Unterstützung durchbrochen wird, wird sie automatisch zum Widerstand. Warum? Weil derjenige, der an dieser Unterstützung dazu geführt hat, also dafür gesorgt hat, dass der Kurs steigt, der wird tendenziell seine Position reduzieren nach 20% Drawdown, wenn er wieder um Break-Even rum ist. Allein schon, wie viele Leute mir immer schreiben, ich warte jetzt, bis ich bei Aktie XY wieder bei plus minus null bin und verkaufe dann. Also alleine dieser Faktor ist schon ein extrem starker Faktor, der bei so vielen Privatanlegern zu tragen kommt und auch bei sämtlichen institutionellen Anlegern, was Trendbrüche und so weiter angeht. Ja, die haben ja auch ihre Risikometriken, was Drawdowns etc. angeht, was dann dazu führt, dass Trendbrüche einfach zu noch stärkeren Verkäufen führen, zu Abbau von Positionen, Trendbrüchen, Trendwechseln. Da spielen so extrem viele Faktoren mit rein. Und es ist ganz, ganz, ganz sicher nicht nur, nur selbsterfüllende Prophezeiung. Lassen. Das wohl größte Manko der Chartanalyse ist, dass man sich immer auf die Vergangenheit bezieht. Charts zeigen immer nur, was in der Vergangenheit passiert ist, aber können nicht die Zukunft interpretieren. Ja, Thomas, was macht denn eigentlich? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Also, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke. Immer auf die Vergangenheit bezieht. Charts zeigen immer nur, was in der Vergangenheit passiert ist, aber können nicht die Zukunft interpretieren. Ja, also, er sagt auch die ganze Zeit 70-30 MSCI World Emerging Markets. Was macht er? Er sagt, ja, in den letzten 100 Jahren war die Performance super und was weiß ich. Und S&P 7%, 6% Rendite pro Jahr in den letzten 100 Jahren. Deswegen wird es auch in Zukunft passieren. Was macht er? Er nimmt die Vergangenheit und projiziert das in die Zukunft und kauft deswegen seine ETFs. Ja, das heißt, er macht nichts anderes. Der Fundamentalanalyse, wo man sich also das echte Geschäft eines Unternehmens anschaut. Aber nur die Vergangenheit, mein Lieber. Nur die Vergangenheit. In Form von Unternehmenszahlen. Und vielleicht noch mit irgendwelchen Marktprognosen, wo du dann aber auch wieder die Vergangenheit nimmst und die auf die Zukunft projizierst.
Findet die Zukunft tatsächlich Einzug? Denn hier versucht man sich auszumalen, wie das Unternehmen in Zukunft laufen wird. Einer der bekanntesten. Also, da kommen wir auch wieder zur technischen Analyse zurück, ja? Also, wenn ein Unternehmen fundamental gut läuft, dann kaufen sämtliche fundamentale Analyse-Leute da ein und die zeigen sich im Kurs wieder. Ja? Das heißt, auch der technische Analyst erkennt automatisch, dass ein Unternehmen gut läuft, wenn der Kurs steigt. Weil der Kurs eines Unternehmens, wenn es gut läuft, wenn die Marktteilnehmer dieses Unternehmen positiv einschätzen, dann steigt auch der Kurs. Und das erkennt auch der technische Analyst in Form von Trends etc. Ein Fondsmanager dieser Welt, nämlich Peter Lynch, hat sich einmal etwas sarkastisch zur Chartanalyse geäußert. Er sagte, mithilfe der Chartanalyse lässt sich wunderbar die Vergangenheit vorhersagen. Für langfristige Buy-and-Hold-Investoren ist die Chartanalyse relativ nutzlos, denn wir gehen ja sowieso von langfristig steigenden Kursen aus. Also diese Aussage, die fuckt mich einfach nur ab. Ich muss es einfach jetzt wirklich so sagen, weil ich glaube, dass so eine Aussage, die wird von so vielen YouTubern und Influencern im Finanzbereich getätigt. Wir gehen davon aus, dass Kurse langfristig steigen. Ja, vielleicht von den größten S&P-Unternehmen. Hat er sich eigentlich mal angeschaut, wie viel Prozent der Rendite des S&P durch die großen Tech-Unternehmen entstehen und wie viele Unternehmen im S&P underperformed haben im Vergleich dazu? Also, ich kann nicht einfach sagen, dass wir, also er sagt jetzt einfach wirklich pauschal, wir gehen davon aus, dass Unternehmen langfristig steigen. Das ist totaler Schwachsinn. Also natürlich kann ich mir jetzt eine Apple anschauen, die ist super gestiegen in den letzten 50 Jahren. Oder ich schaue mir eine Amazon an oder eine Nvidia oder sämtliche Aktien, die sich um Tausende von Prozenten verbessert haben. Ja, aber die erste Frage ist, werden die nächsten 50 Jahre auch outperformen, weil die haben schon. Apple erreicht bald eine Market Cap von 3 Billionen. Ne? Und da ist halt die Frage, ob dieses Unternehmen sich in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 50 Jahren nochmal verzehnfachen kann. Ne? Ich wage es stark zu bezweifeln. Ich gehe eher davon aus, dass jetzt kleine Unternehmen sich in den nächsten 10 Jahren verzehnfachen und die nächste Apple werden. So, aber du erzielst bestimmt keine Überrenditen mehr. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten 50 Jahren Überrenditen erzielen werden mit solchen Standardaktien, wie sie es heute sind. Schaut euch mal die Unternehmen der letzten 20 Jahre, die vor 20 Jahren on top waren. Da haben wir eine Exxon, da haben wir eine General Electric, da haben wir eine Shell. Die sind heute alle am Arsch. Ja, also mit denen hast du sauhaft underperformed, auch mit reinvestierten Dividenden. Ne? Und das ist einfach Schwachsinn zu sagen, dass wir davon ausgehen, dass Unternehmen langfristig steigen. Also jeder professionelle Investor geht nicht davon aus, dass Unternehmen langfristig steigt, sondern wenn ich dann auch fundamentale Analyse professionell betreiben möchte, dann schaue ich mir mindestens jedes Quartal die Unternehmensberichte an, habe auch eine feste Handelsstrategie, was mir mein Portfolio fundamental am wichtigsten ist. Wenn ich Wachstumsportfolio habe, schaue ich mir die Wachstumsraten des Marktes, die Wachstumsraten des Unternehmens an und schaue mir an, ob die weiter stimmen und verkaufe dann, wenn sie nicht mehr stimmen, über eine längere Periode nach meiner Strategie. Das muss dann auch vorgegeben sein in der Fundamentalanalyse, wenn ich Buy and Hold betreibe. Ich kann ja Buy and Hold betreiben. Buy and Hold ist in meinen Augen das falsche Wort, ja. Also es sollte eher heißen, langfristiges Investieren, Buy, Hold and Check, ja. Ich kann Unternehmen über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre halten. Das mache ich auch. Das habe ich auch vor. Das werde ich auch machen. Aber ich muss trotzdem diese Unternehmen immer wieder überprüfen und mich fragen, ob wirklich dieser Investment Case noch vorhanden ist bei diesen Unternehmen, weil ansonsten ende ich in einer General Electric oder einer Wirecard oder sonstigen Bots, ne. Also ist halt Bullshit, diese Aussage. Und wenn die Kurse zwischendurch mal fallen, kann man das höchstens als Nachkaufgelegenheit nutzen, aber man sollte dann nicht sein Portfolio verkaufen und sich dem Risiko aussetzen, dass die Kurse doch wieder steigen. Also er sagt quasi jetzt, dass der technische Analyst einfach so verkauft, wenn die Kurse mal ein bisschen fallen. Das ist Kacke. Also wenn du dir, ihr könnt euch einfach mal den langfristigen Trend von Apple oder vom S&P anschauen. Wenn ihr eine langfristige Anlagestrategie habt, dann schaut ihr euch auch den Chart auf Monats- und Wochenbasis an und handelt auch den Trend auf Monats- und Wochenbasis und nicht den Trend auf Tagesbasis. Ich handle auch keinen. Ich habe auch Aktien in meinem Portfolio, die auf Tagesbasis abwärts gerichtet sind, aber die sind alle, meine Aktien in meinem Portfolio, sind langfristig steigend. Und wenn der Trend bricht, verkaufe ich die Dinger. Warum sollte ich die halten? Aber ich verkaufe die doch nicht einfach bloß, weil der Tagestrend abwärts gerichtet ist, sondern, also, und dass er auch sagt, ja, wenn die Kurse fallen, kaufen wir einfach nach. Ja, moin.
kaufst du mal eine General Electric nach oder kaufst du doch mal so eine Wirecard nach oder eine Vapiano oder 50 Milliarden andere Beispiele, weil das Problem ist auch, dass diese ganzen Aktien so richtig beschissen gelaufen sind, wo er heute nach 30 Jahren Haltedauer immer noch 90%, 95%, 99% im Minus seid, die sind alle von der Bildfläche verschwunden. Da redet keiner von diesen Buy-and-Hold-Gurus, redet über diese Aktien, die fett im Minus sind. Die Leute, die schreiben mir immer, die ganzen Privatanleger, die so einen pauschalen Scheiß geglaubt haben, die schreiben mir dann immer, sagen, hey, ich bin mit dieser Aktie 90% im Minus, ich habe die jetzt verkauft mit 20.000, 30.000 Verlust, ich habe 500.000 Euro verloren, weil ich alles in Wirecard gesteckt habe. Ja, also ich kenne doch die Geschichten. Das ist doch Schwachsinn. Also es ist wirklich, die Leute kaufen dann Unternehmen, die im Abwärtstrend sind und jedes Mal, wenn der Abwärtstrend sich fortsetzt, nochmal 20% Kurseinbruch stattfindet, kaufen die nochmal rein ins Unternehmen, averaging down. Ja, also Martingale-Strategie quasi alle. Und dann wundern sie sich, dass das Unternehmen am Ende irgendwann mal pleite ist nach 10, 20 Jahren. Ne? Man selbst mit dem investierten Kapital nicht dabei ist. Oder wie Gerd Kommer es ausdrücken würde, gerade dann, wenn die Tore geschossen werden, solltet ihr nicht am Spielfeldrand stehen, sondern mit dabei sein. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und informativ für euch gewesen und ihr konntet einen Einblick in die komplexe Welt der Charttechnik und technischen Analyse bekommen. Ich finde es ganz hilfreich, die Grundkonzepte verstanden zu haben, denn dann versteht man auch, wenn man in den Medien mal hört, dass eine Unterstützungslinie durchbrochen wurde oder dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Tatsächlich beherrschen muss man dieses Handwerk aber nicht. Ich persönlich beherrsche es übrigens auch nicht. Das habe ich gesehen. Thomas, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, also aber ich sage dazu, die Medien sind auch mit Schuld. Weil wenn ich die technischen Analysen anschaue, die viele solcher Magazine veröffentlichen, ja, dann kann ich schon durchaus verstehen, warum Leute wie der Thomas jetzt glauben, dass so eine professionelle technische Analyse aussieht. Weil irgendwelche Magazine wie Aktienmagazine sind noch ganz gut unterwegs, aber der Aktionär oder sowas, ne? Wenn ich da sehe, was die technische Analyse, die zeichnen halt in ihrer technischen Analyse einen Linienchart, einen leitenden Durchschnitt und eine Unterstützung, ja, das ist die technische Analyse. So funktioniert es halt einfach nicht, ne? Gerade dann, wenn ihr langfristig investiert, spielt es keine Rolle für euch. Doch. Euch. Ansonsten, wenn ihr mehr zu diesem Thema wollt oder mal tiefergründige Themen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ja, gerne, Thomas. Also es tut mir leid, aber ich muss da jetzt einfach einen Daumen nach unten geben. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss. Das Video ist so schlecht recherchiert und ich muss mich jetzt kurz nochmal zusammenreißen, bevor ich in die Kommentare gehe. Beispiel absteigendes Dreieck. Eine interessante Frage wäre, ob der Kurs aufgrund des Marktes fallen wird oder weil die Leute verkaufen, weil sie das absteigende Dreieck sehen. Psychologie Inception kickt rein. Oh, du bist da richtig intelligent. Bewerten wollen wir das erst am Ende des Videos. Thomas fängt an, jetzt wird es esoterisch. Ja, moin. Immer sehr informativ und leicht verständlich. Ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Wie schon gesagt, ist dieses Beispiel sehr stark vereinfacht. Man nutzt nur selten eine Technik, sondern entscheidet aufgrund mehrerer Signale. Ein einziges Signal ist ebenso wenig hilfreich, wie wenn man in der Fundamentalanalyse nur noch Dividendenrendite schaut und also acht lässt, dass die Aktie gerade 20% verloren hat. Ein solider Kommentar. Ich verstehe manche Aussagen in dem Kommentarbereich nicht. Hier werden Dinge getrennt, die offensichtlich zusammengehören. Um ein vollständiges Bild im Markt zu halten, braucht es meiner Meinung nach folgende Bestandteile. Fundamentale Analyse, technische Analyse, Trading, Psychologie der einzelnen Marktteilnehmer. Zu welchen Anteilen man diese verwendet, ist situationsbedingt und jedem selbst überlassen. Einfach einen Punkt auszuschließen und gleichzeitig die Behauptung aufzustellen, es wäre Kaffeesatzleserei, wird dem Thema irgendwie nicht gerecht. So wie der Kommentar. Tolles Video und super erläutert. Finde es einzig noch erwähnenswert, dass durch eine solche Strategie zwar die Rendite langfristig etwas schlechter ist, der Investor aber auch weitaus weniger Volatilität in Kauf nimmt. Also, ja. Danke für dieses Video. Ich hatte schon lange gehofft, dass ihr darüber berichtet, weil es sonst kaum seriöse YouTuber diesbezüglich gibt. Na gut, wir heißen Chartsekte, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass wir seriös sind, aber... Oh je. Dankeschön für den Beitrag über Astrologie für Männer. Ach, Mirza, was soll denn das hier?
Ja, also danke, dass ihr mich gezwungen habt, das anzuschauen. Ja. Also mein Puls ist bestimmt, also es ist wirklich richtig schlecht. Also ich muss, also Fazit, wir haben uns jetzt schon einige Videos angeschaut zu Trading, zu Daytrading, zu technischer Analyse und das ist in meinen Augen mitunter das Schlechteste. Also es ist halt wirklich richtig dreckig recherchiert. Also sorry, wenn ich jetzt hier irgendwie ein bisschen beleidigend bin oder das irgendwie zu aggressiv mache, aber ich muss wirklich sagen, es ist wirklich, um nicht sagen, grottenschlecht so recherchiert, weil also es hat jetzt eigentlich nichts gegeben, außer vielleicht die Erklärung zum gleitenden Durchschnitt, wo ich gesagt habe, okay, solide erklärt, passt. Ja, es war alles nur halb recherchiert, teilweise komplett falsch, absteigendes Dreieck, aufsteigendes Dreieck. Ja, also sowas, dass ich sowas nicht richtig recherchieren kann, wenn ich ein Account bin mit 847, mit 874.000 Abonnenten. Also da wundert es mich halt wirklich nicht, dass technische Analyse ist einfach nicht, dass die technische Analyse es einfach nicht schafft, aus diesem schlechten Bild rauszukommen. Solche Videos sorgen halt mitunter dafür. Ja. Fazit, Kopfschmerzen. Ja, ich glaube auch.